Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank für den freundlichen Empfang. Das bin ich als Bundesbankpräsident gar nicht gewöhnt. Insofern komme ich gerne wieder zu Ihnen. Ich werde mich mit dem beschäftigen, was die Bundeskanzlerin in ihren Ausführungen als Verdrängungseffekte bezeichnet hat, zumindest mit einem Teil davon. Wir blicken zurück auf eine Krise, die uns hohe volkswirtschaftliche und fiskalische Kosten aufgebürdet hat. Wenn Sie die Staatsverschuldungsquote anschauen, dann sind durch die Krise, während der Krisenzeit, ist die Staatsverschuldungsquote von 65% auf 83% gestiegen. Und eine Hauptursache dieser Krise waren Schwächen im regulatorischen Rahmen, der die Finanzmärkte umgibt. Und damit steht dieser Rahmen eben auch zu Recht im Zentrum der globalen Reformbemühungen. Und deren Ziel ist es, das Finanzsystem widerstandsfähiger zu machen und den Staat und damit den Steuerzahler besser vor künftigen Belastungen zu schützen. Also damit wären wir dann beim Teil Lastenteilung, den die Bundeskanzlerin auch angesprochen hat. Im vorangegangenen Panel wurde intensiv über die Lehren aus der Krise diskutiert, also über das, was bisher erreicht wurde und darüber, was noch zu tun ist. Mit Basel III ist bereits ein großer Schritt getan in Richtung hin zu einem besseren regulatorischen Rahmen für das Finanzsystem, genauer gesagt in Richtung einer höheren Widerstandsfähigkeit der einzelnen Institute. Doch wir müssen, um künftigen Krisen vorzubeugen, auch die systemischen Risiken begrenzen, Risiken also, die von einer begrenzten Quelle ausgehen und die Stabilität des gesamten Finanzsystems bedrohen können. Und zwei dieser Quellen sind von der Regulierung bislang noch nicht ausreichend erfasst, nämlich zum einen die systemrelevanten Finanzinstitute und auf der anderen Seite das Schattenbankensystem. Und daher bilden diese beiden Bereiche eben auch zu Recht den Schwerpunkt der gegenwärtigen Reformdiskussion des Finanzsektors. Und ein Leitgedanke bei dieser Diskussion ist, dass unerwünschtes Verhalten von Akteuren nicht einfach zu verbieten, weil Verbote zum einen natürlich auch umgangen werden können und in der Regel ökonomisch auch der schlechtere Weg sind, sondern stattdessen auf der einen Seite für mehr Transparenz zu sorgen und auf der anderen Seite Anreize zu setzen für ein stabilitätskonformes Verhalten. Und im Folgenden möchte ich kurz auf die Reformbemühungen hinsichtlich dieser beiden Akteure, die systemrelevanten Finanzinstitute und die Schattenbanken eingehen. Zunächst also zu den systemrelevanten Finanzinstituten. Mit Blick auf die systemrelevanten Finanzinstitute haben die G20 bereits im November 2010 ein erstes Rahmenwerk des Financial Stability Boards angenommen und derzeit entwickeln wir im Financial Stability Board, ich bin sowohl im Board selbst wie auch in dessen Lenkungsausschuss, konkrete Regulierungsvorschläge, die im November diesen Jahres dann den G20 vorgestellt werden sollen. Die Arbeiten dazu sind also im Fluss. Und gerade im vorangegangenen Wochenende hat sich der Lenkungsausschuss des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht, in dem Herr Sanyo und ich Deutschland vertreten, sich auf eine Reihe von Empfehlungen zur Regulierung systemrelevanter Banken geeinigt und wird diese nun dem Financial Stability Board vorlegen. Und ab Ende Juli wird dieses Maßnahmenpaket dann in einem öffentlichen Konsultationsverfahren diskutiert werden. Doch worum geht es eigentlich bei dieser Frage? Was sind systemrelevante Finanzinstitute oder SIFIs? Inzwischen heißen sie auch SIPs, weil die Versicherungen erstmal vertagt worden sind. Das sind Finanzinstitute, die so groß, so komplex, so vernetzt oder so global tätig sind, dass sie in ihrer Geschäftstätigkeit schwer ersetzbar sind, sodass ihr Zusammenbruch das ganze Finanzsystem in Mitleidenschaft ziehen kann. Beispiel, das uns allen noch im Kopf ist, ist Lehman Brothers. Und diese Systemrelevanz, die schafft eben erhebliche Fehlanreize. Sie impliziert nämlich, dass im Falle einer Schieflage der Staat einspringen wird, um eine Systemkrise zu verhindern. Deshalb spricht man ja auch von too big oder too interconnected to fail. Und dadurch haben diese SIFIs oder SIPs einen Anreiz, risikoreicher zu agieren
und die damit verbundenen Gewinne zu realisieren, eventuelle Verluste allerdings auf den Staat abzuwälzen. Natürlich genießen diese SIFIs auch einen Wettbewerbsvorteil durch diese implizite Staatsgarantie mit kleineren Instituten, beispielsweise im Wettbewerb um Kundeneinlagen. Um diese Fehlanreize zu verringern und den höheren Risiken für die Finanzstabilität Rechnung zu tragen, bedürfen die SIFIs eben einer speziellen Regulierung und Überwachung. Und dazu sind dreierlei Punkte wichtig. Erstens, es muss eine praktisch handhabbare Definition für SIFIs gefunden werden. Und diese Aufgabe ist gar nicht so trivial, wie sie vielleicht klingt. Ich erinnere mich da immer an den Ausspruch des obersten Bundesrichters in den USA, Stewart. Der wurde nämlich mal gefragt, wie er Obszönitäten definieren würde und hat gesagt, ich kann das nicht definieren, das ist sehr schwer zu definieren, aber ich erkenne es, wenn ich es sehe. Und genauso ist es bei den SIFIs im Grunde auch. Im Allgemeinen erkennt man eine SIFI, wenn man sie sieht, und die deutschen SIFIs haben sich ja auch schon selber erkannt, wie man den Zeitungen entnehmen konnte nach der Diskussion am Wochenende. Für regulatorische oder aufsichtliche Zwecke reicht diese etwas informelle Definition allerdings nicht aus, da ja an diesem Status auch Rechtsfolgen anknüpfen und insofern eine genauere Abgrenzungsmethode benötigt wird. Und angesichts dieser damit verbundenen Schwierigkeiten beginnt die Regulierung jetzt damit, sich zunächst auf die größten global relevanten SIFIs zu konzentrieren, diese sogenannten G-SIFIs oder G-SIPs, um sich dann langsam auf der nationalen Ebene auch voranzuarbeiten. Und wie schwierig diese Definition ist, knüpft sich auch daran, dass sich die Systemrelevanz natürlich auch im Zeitverlauf ändert. Und das sehen Sie an der Diskussion, die die Kanzlerin vorhin angesprochen hat, über die IKB, eine Bank, die vielleicht viele im Vorfeld als nicht systemrelevant erachtet hätten, die aber aufgrund der speziellen Situation und der Einschätzung der Lage damals von vielen als systemrelevant gesehen wurde. Also das Ziel, erstmal bei den globalen SIFIs anzufangen, um dann später die Definition zu erweitern und dann eben auch andere Finanzakteure, Herr Bomhardt schreibt schon mit, sowie nationale SIFIs zu inkludieren. Zweitens, es müssen Instrumente entwickelt werden, die diese SIFIs widerstandsfähiger machen. Das Instrument der Wahl sind in diesem Fall Zuschläge auf das mindestens vorzuhaltende Eigenkapital. Denn eine höhere Eigenkapitalausstattung bewirkt zum einen, dass die betreffenden Institute Verluste besser verkraften können, also das, was wir als Verlustabsorptionsfähigkeit bezeichnen. Zum anderen aber auch, und auch nicht weniger wichtig, nimmt sie die Eigentümer stärker in die Haftung und mindert so eben den Fehlanreiz, den ich vorhin schon beschrieben habe. Diese Zuschläge werden zunächst für die globalen SIFIs, für die global relevanten SIFIs gelten, und zwar abhängig vom Grad der Systemrelevanz variieren sie zwischen 1% und 2,5%. Das heißt, insgesamt belaufen sich die zukünftigen Eigenkapitalquoten dann auf bis zu 9,5%, wenn man davon ausgeht, dass in dem höchsten Korb kein SIFI sich befindet. Dort sind die Zuschläge nämlich noch größer. Um diese Zuschläge zu erfüllen, werden die betroffenen Banken zunächst hartes oder zusätzlich hartes Eigenkapital vorhalten müssen. Hartes Kernkapital ist der beste Puffer, um anfallende Verluste aufzufangen, und besteht aus Grundkapital, also wenn Sie wollen, dem Wert der ausgegebenen Aktien und einbehaltenen Gewinnen. Eingeführt werden diese neuen Regeln schrittweise von 2016 an, vollständig in Kraft treten werden sie im Jahre 2019. Dritter Punkt, selbst für ein SIFI mit gestärkter Eigenkapitalbasis kann ein Zusammenbruch natürlich nicht ausgeschlossen werden, darf auch nicht ausgeschlossen werden, und daher werden Sanierungs- und Abwicklungsverfahren benötigt, die verhindern, dass die Schieflage eines solchen Instituts systemweite Konsequenzen hat. In Deutschland ist ein entsprechendes Gesetz bereits verabschiedet worden, und auf der EU-Ebene wird die Kommission noch vor dem Sommer Legislativvorschläge veröffentlichen. Und gerade mit Blick auf die SIFIs muss dabei so weit wie möglich auch dem Problem Rechnung getragen werden, wie solche Institute geordnet abgewickelt werden können, die weltweit und damit in ganz unterschiedlichen Jurisdiktionen tätig sind. Ein komplementäres Instrument zu Sanierungs- und Abwicklungsverfahren könnten
Restrukturierungsfonds sein, aus denen die entstehenden Kosten gedeckt werden. Und im Sinne einer verursachergerechten Finanzierung von Stützungsmaßnahmen sollten sich diese Fonds über Abgaben des Finanzsektors finanzieren. Und das deutsche Restrukturierungsgesetz, das auch bereits Erwähnung fand, sieht einen solchen Fonds vor, der aus einer Bankenabgabe gespeist wird. Zweites Thema: Schattenbanken. Mit Basel III und den zusätzlichen Regeln für SIFIs wird die Regulierung von Kreditinstituten deutlich verschärft. Herr Hewig wird sicherlich diskutieren, ob diese Verschärfung auch ausreicht, könnte ich mir vorstellen. Aber diese strengere Regulierung birgt natürlich auch das Risiko, dass Banken ihre Risiken zunehmend in Bereiche auslagern, die schwächer oder überhaupt nicht reguliert sind. Und die Krise hat gezeigt, dass gerade auch in diesen Bereichen systemische Risiken entstehen können, die dann über ihre Rückwirkung auf die Banken das ganze Finanzsystem gefährden können. Und zu diesen Bereichen gehört eben auch das sogenannte Schattenbankensystem, das grob gesprochen die Akteure zusammenfasst, die bankenähnliche Funktionen wahrnehmen, aber eben nicht der Regulierung für Kreditinstitute unterliegen. Und anders als die Bezeichnung vielleicht suggeriert, agieren diese Schattenbanken eben nicht in einer legalen Grauzone oder gar in der Illegalität, sondern durchaus auf festem Rechtsgrund. Sie sind typischerweise spezialisierte Akteure, an die regulierte Banken bestimmte Aktivitäten auslagern. Und solch eine Spezialisierung kann auch durchaus von gesamtwirtschaftlichen Nutzen sein. Deshalb wäre es eben nicht sinnvoll und ohne massive Eingriffe in die Vertragsfreiheit vermutlich ohnehin kaum möglich, Schattenbanken generell zu verbieten, sondern sie vielmehr durch eine intelligente Regulierung zu erfassen. Und hierfür gibt es eben auch drei Ansatzpunkte. Erstens, ebenso wie bei den SIFIs, wird eine praktisch handhabbare Definition des Schattenbankensystems benötigt. Und diese Definition sollte breit angelegt sein und sich an den Aktivitäten und nicht an den Akteuren orientieren. Und zudem muss sie auch flexibel genug sein, um von der kontinuierlichen Veränderung des Schattenbankensystems nicht unterlaufen zu werden. Das Financial Stability Board hat sich im April auf eine Definition geeinigt, die diese Kriterien erfüllt. Und danach gehören alle Marktteilnehmer zum Schattenbankensystem, die ohne der Bankenregulierung zu unterliegen, Kreditintermediation betreiben, also im weitesten Sinne am Kreditvergabeprozess beteiligt sind. Ausgehend von dieser breiten Abgrenzung kann anschließend auf solche Akteure fokussiert werden, die Liquiditäts- und Fristentransformation betreiben, in größerem Umfang mit Leverage, also mit einem Kredithebel arbeiten oder die Kreditrisikotransfers betreiben. Gerade daraus können nämlich systemische Risiken entstehen, wie sich in der Krise an den diversen Zweckgesellschaften gezeigt hat. Zweitens, das Schattenbankensystem muss ausreichend überwacht werden, um entstehende Systemrisiken rechtzeitig erkennen zu können. Und diese Überwachung sollte auf zwei Ebenen stattfinden, und zwar einmal auf der Makroebene. Dort können die Bestände der Aktiva im Schattenbankensystem sowie deren Änderungen geschätzt werden. Und um einen breiteren Überblick über die Entwicklung des Aggregats zu erhalten. Gleichzeitig sollten aber auch auf der Mikroebene zum Beispiel die Engagements von Banken im Schattenbankengeschäft beobachtet werden, um mögliche Ansteckungsrisiken hin zu den Banken zu identifizieren. Auf beiden Ebenen steht derzeit die unzureichende Verfügbarkeit international vergleichbarer Daten eine Hürde dar, die dringend überwunden werden muss. Und entsprechende Arbeiten auf der internationalen Ebene finden statt. So hat die EZB am Montag eine neue Statistik vorgestellt, die zumindest Teile des Schattenbankensystems erfasst. Drittens muss das Schattenbankensystem gegebenenfalls regulatorisch erfasst werden, da Gefahren für die Finanzstabilität nicht zuletzt aus den Verbindungen zwischen oder von Schattenbankensystem und traditionellem Bankensystem resultieren, könnte künftig ein indirekter Regulierungsansatz darin bestehen, Regeln für die Interaktion von Banken und Instituten des Schattenbankensystems zu entwickeln. Alternativ kann man sich natürlich auch eine direkte Regulierung, die allerdings etwas schwieriger durchzusetzen ist, vorstellen. Gleichzeitig kann ein breit angelegter makropotentieller Ansatz ebenfalls dazu beitragen, die vom Schattenbankensystem ausgehenden Risiken
einzudämmen. Ein Beispiel ist die Stärkung der Marktinfrastruktur durch die Einrichtung sogenannter zentraler Gegenparteien, die auch im G20-Rahmen und den Folgearbeiten diskutiert worden ist. Und all diese Arbeiten werden zusammengeführt, werden diskutiert im Financial Stability Board, dessen Empfehlungen noch im Sommer diesen Jahres veröffentlicht werden sollen. Zum Schluss möchte ich nochmal hervorheben, dass durch die anstehende Regulierung systemrelevante Institute sowie die regulatorischen Arbeiten mit Blick auf das Schattenbankensystem wir bei der Erfassung und Eindämmung systemischer Risiken ein gutes Stück vorangekommen sind. Wenn die entsprechenden Beschlüsse verabschiedet und zusammen mit dem Basel III-Regelwerk auch umgesetzt sind, wird das Finanzsystem deutlich widerstandsfähiger sein. Risiken müssen und können dann in viel höherem Maße von den Akteuren selbst getragen werden, statt sie auf die Allgemeinheit abzuwälzen. Auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, dass wir uns nicht der Illusion hingeben dürfen, sämtliche Risiken wegregulieren zu können. Risiken einzugehen gehört zum Wirtschaftsleben und in einer Marktwirtschaft liegt es in der Verantwortung der Marktteilnehmer, Risiken einzuschätzen, zu kontrollieren und am Ende auch bei Verlusten mit ihrem eingesetzten Vermögen zu haften. Und der Beitrag der Regulierung liegt deshalb vor allem darin, diesem Haftungsprinzip wieder Geltung zu schaffen. Das wäre eigentlich ein schöner Übergangspfad zur Diskussion um Griechenland. Aber da mir dieses Thema jetzt nicht gestellt ist, werde ich es jetzt einfach hierbei belassen. Vielleicht noch eine abschließende Anmerkung zu der Krise, der Staatsschuldenkrise. Auch hier trägt die Finanzmarktregulierung natürlich dazu bei, dass die Staatsschuldenkrise eingedämmt wird, indem Ansteckungseffekte reduziert werden. Also insofern ist auch vor dem ganz aktuellen Hintergrund die Themen, die wir heute diskutieren, sehr relevant. Ich denke mal, das Thema wird trotzdem in der Diskussion aufkommen und ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.